Guten Morgen, liebe Königskids. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Und guten Morgen, liebe Eltern und ganz besonders, richtig, guten Morgen, liebe Mamas. Ich gratuliere euch recht herzlich zum Muttertag. Und natürlich auch dir, Daniela. Gratuliere. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Ja, was denkst du denn, wie dein Tag so heute wird? Also, ich habe mir gewünscht, dass es ein gutes Essen gibt. Und meine Kinder kommen alle, denke ich. Und zum ersten Mal auch das Enkelkind dabei. Oh. Und ja, das wird sicher ein ganz, ganz, ganz schöner Familientag. Da freue ich mich sehr darüber. Und für unsere Mamas, ich habe auch eine Mama und mein Mann hat noch eine Mama, Gott sei Dank, lassen wir Blumen schicken und rufen sie natürlich auch noch an. Toll. Mhm. Und bei dir? Ja, ich mache das so, ich mache eine Postkarte, die ich dann, in der Schweiz gibt es so eine Postkarten-App, da kann man einmal pro Tag ein Foto hochladen und das drucken die dann aus und senden sie dann. Ach, wie süß. Also genau, das, solche Karte kriegt meine Mutter halt entweder einen Tag zu früh oder einen Tag zu spät, mal schauen, wann es ankommt. Ja, okay, schön. Müssen wir schauen. Und dann für Christine ist der Fall klar, sie darf ausschlafen, ich stehe auf und schaue Aline. Und dann gehe ich mit Aline aufs Blumenfeld. Das ist klar, meine Frau kriegt Blumen. Und natürlich mache ich noch etwas, ein spezielles Essen. Schlecht. Genau. Guter Plan, hört sich super an. Ja, ja. Blumen kommt immer gut an. Blumen sind super. Ja, jetzt habt ihr auch einen guten Tipp. Vielleicht habt ihr ja noch Zeit, zwischendurch mal irgendwo raus und auf einer Wiese. Vielleicht findet ihr da zwei, drei schöne Blumen. Es gibt's. Ja, da blühen gerade ganz schöne Sachen. Schöne Sachen. Ich noch aus meiner Kindheit. Genau. Ja, ja. Und jetzt geht's los mit einem Spiel. Auch zum Thema Muttertag. Viel Spaß dabei. Ein Spiel. Wie ihr wisst, ist heute Muttertag. Ja, genau. Wir haben dafür ein Spiel vorbereitet. Das ist Pantomime. Da muss man typische Begriffe der Mutter vormachen. Er muss es erraten. Hallo? Wenn sie es erraten haben, kriegen sie eine Belohnung. Also, hier haben wir unsere erste Person, Benjamin, und du machst? Fußball spielen! Maike? Maike, kommst du? Ja. Sollen wir den Begriff erraten jetzt, oder? Kellner? Nein, das ist... Muttertags, Geschenkeüberbringer? Nein, das ist jetzt die Belohnung. Ah, ach so, weil wir Fußball geraten haben. Oh, das wow. Ist krass. Toll. Ja dann, da freuen wir uns aber sehr. Ich eine Sache Vielen Dank. Auch. Also ich meine, das war jetzt mal... Toll. Also, der nächste Begriff. Nina! Freiheitsstatue. Ja! Yeah! 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 Ach so! Jetzt dürfen wir wieder was nehmen. Jedes Mal. Das ist ja total genial. Auch mal. Ich will auch. Du darfst das haben, okay? Danke. Die Mutter. Also, das nächste. Benjamin, machst du wieder? Ja. Gut, dann. Handy. Ja! Super. Wir dürfen schon wieder essen. Oh. Ich hab noch. Wo ist so eine? Nele, machst du was? Okay.
Kehren, Wischen, Putzfrau. Staubsaugen. Ja. Hey. Ja. Oh, da nimmt man ja zu. Also, das war's jetzt. Tschüss. Hallo. Also, ich habe mitbekommen, dass heute Muttertag ist. Das ist ja super. Liebe Mama in der Wüste, ich grüße dich mit lautem Hufgetrappel. Tatam, tatam, tatam. Und ich liebe dich höcker hoch und kamehartig. Schmatz, schmatz, schmatz. Mögest du heute ein tolles Wasserloch finden und schöne grüne Gräser, damit du richtig satt wirst. Und für meine Mama und eure Mamas könnt ihr jetzt auf den Link unten klicken. Da kommt ein tolles Lied zum Muttertag. Wie würde diese Welt ohne die Mamas aussehen? Puh. Eine Mama ist diejenige, die das Kind 9 Monate im Bauch trägt. Oh. Und hier seht ihr mal den Bauch von Daniela, als sie mit den Zwillingen schwanger war. Wow, da war nicht mehr viel Platz. Das war so Schubkarre und Kaffeetischen immer dabei, oder? Oh. Ja, so ungefähr. Ja, das war ein ganz schönes Gewicht, was ich da mit mir rumgeschleppt habe. Und sie sind dann in meinem Bauch einfach größer geworden. Die wurden ja da ernährt. Aber wisst ihr was? Letztendlich sind die beiden Gedanken Gottes noch bevor sie entstanden sind. Und dazu habe ich eine ganz tolle Geschichte. Unser guter Freund Joe Smalley, ein amerikanischer Missionar im Sportbereich, ist 1998 schwer erkrankt an einem Gehirntumor. Und es war klar, dass er menschlich gesehen höchstens 7 bis 9 Monate noch leben wird. Und so kam es dann auch. Wir und andere Freunde haben ihn gepflegt in dieser Zeit. Und als mein Mann eines Tages dran war mit der Pflege, hat Joe für ihn gebetet, hat ihn, seine Söhne und seine Töchter gesegnet. Jetzt muss man dazu sagen, dass zu dieser Zeit, es war dann Anfang 99, wir 2 Kinder hatten, nämlich 2 Söhne, Jonas und Christian, keine Töchter. Als ich davon gehört habe, habe ich mich erstmal ehrlich gesagt ein bisschen drüber lustig gemacht und gesagt, ja, der Joe. Ja, er ist dann gestorben im März 1999. Und als ich dann 2002 im Frühjahr schwanger geworden bin und die Ärztin mir die Überraschung verkündet hat, dass es 2 sind, ist mir nach ein paar Stunden auf einmal dieses Segensgebet wieder in den Sinn gekommen. Und ich wusste schon, das werden 2 Mädchen. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott unserem Freund Joe diese Mädchen schon gezeigt hat. Und es beweist für mich wirklich, dass ja, sie einfach schon ausgedacht waren von Gott. Wow, Wahnsinn, oder? Eine solche Geschichte? Das ist doch unglaublich. Die Mädchen waren schon ausgedacht, bevor sie da waren. So ist es. Irgendwie. Das ist so ähnlich, wie es eben Psalm 139 beschrieben wird. Und diesen Teil, den hören wir uns jetzt einmal an. Hört ganz genau hin, lest mit. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Dieser Psalm ist einfach wunderbar. Er zeigt doch, dass Gott jedes Leben möchte.
Und er ist auch verantwortlich für diese Mutterliebe, die ich so gut kenne auch. Wir Mamas und auch Papas natürlich lieben unsere Kinder ein Leben lang. Und wir wollen sie auch ein Leben lang ermutigen, trösten, ihnen einfach auch zur Seite stehen, so wie es passt. Ja, und tatsächlich ist dieses Bild der Mutterliebe auch ein Bild der grenzenlosen Liebe von Gott, wie er uns liebt. Einfach noch mehr. Das ist manchmal ganz schwierig zu verstehen. Aber wir gehen einigen Bibelstellen entlang und da werdet ihr das sehen. Jesaja 66, Vers 13a. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Psalm 131, Vers 2. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, zurück und geborgen bin ich bei dir. Psalm 61, Vers 5b. Bei dir suche ich Zuflucht, wie ein Küken unter den Flügeln seiner Mutter. Gott hat diese Mutterliebe in uns Mütter gelegt. Und seine Liebe ist aber noch viel größer. Sie ist einfach grenzenlos. Und das hören wir auch in Jesaja 49, den Vers 15. Kannst du mal vorlesen, bitte? Ja, sicher. 49, Vers 15. Doch Gott antwortet: Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. So ist es. Gott vergisst seine Kinder. Was? Gott vergisst seine Kinder? Was erzählst du denn heute für einen Quatsch? Mann, oh Mann, sowas nennt sich Kindergottesdienstmitarbeiter. Cleo, wenn du mich einmal ausreden lassen wolltest, ich wollte sagen, Gott vergisst seine Kinder nie, niemals. Und seine Liebe ist grenzenlos. Und davon handelt auch das folgende Lied. Mach doch mit. Deine Liebe ist so stark. Weiter als der Himmel, tiefer als das Meer, bunter als die Schöpfung um mich her. Höher als die Berge, heller als der Tag. Vater, deine Liebe ist so stark. Deine Liebe ist weiter. Deine Liebe ist tiefer. Deine Liebe ist bunter. Deine Liebe ist so stark. Deine Liebe ist höher. Deine Liebe ist heller. Deine Liebe ist schöner. Deine Liebe ist so stark. Weiter als der Himmel, tiefer als das Meer, bunter als die Schöpfung um mich her. Höher als die Berge, heller als der Tag. Vater, deine Liebe ist so stark. Deine Liebe ist weiter, deine Liebe ist tiefer. Deine Liebe ist bunter, deine Liebe ist so stark. Deine Liebe ist höher. Deine Liebe ist heller, deine Liebe ist schöner, deine Liebe ist so stark.
der Himmel, tiefer als das Meer, bunter als die Schöpfung um mich her. Höher als die Berge, heller als der Tag, Vater, deine Liebe ist so stark. Deine Liebe ist weiter, deine Liebe ist tiefer, deine Liebe ist bunter, deine Liebe ist so stark. Deine Liebe ist höher, deine Liebe ist heller, deine Liebe ist schöner, deine Liebe ist so stark. Deine Liebe ist weiter, deine Liebe ist tiefer, deine Liebe ist bunter, deine Liebe ist so stark. Und vielleicht habt ihr noch kein Muttertagsgeschenk oder ihr habt schon eins, aber ihr möchtet noch irgendwas machen für eure Mama, was so ganz persönlich ist, was ihr selbst gebastelt habt, dann habe ich einen Vorschlag für euch. Im Herzen des lieben Mütter immer. Weiß nicht warum, ist einfach so. Muss man auch nicht verstehen. Ich habe auf jeden Fall heute euch einen Workshop, eine Idee, ein Muttertagsherz zu machen, was ihr auch wirklich noch machen könnt, was ganz schnell geht. Und ganz individuell ist, je nachdem, weil wie ihr das selbst gestaltet. Was ihr dazu braucht, ist auch nicht viel. Es ist ein Stück Pappe. Und da ist eigentlich egal, groß, klein, dick, dünn. Und ihr braucht eine Schere oder so ein Teppichmesser, wenn ihr was habt, damit umgehen könnt. Vielleicht einen Bleistift. Und ihr braucht Wolle. Und zwar, was ihr da habt. Gut ist, wenn ihr so einen Wollrest nehmen würdet, ihr nachher sehen, warum. Einfarbig, bunt, dick, dünn, völlig egal. Okay, dann beginnen wir mal. Wir nehmen die Pappe und zeichnen ein Herz aus und schneiden es erstmal ringsrum aus. Und zwar entweder mit der Schere oder ihr macht es, wenn ihr ein Teppichmesser habt und dann hier so ein Holzbrett oder irgendwas als Unterlage, sonst habt ihr hinterher ein Herz in eurem Tisch. Macht es mit dem Teppichmesser. So. Habt ihr das Herz? Was ich euch für einen Trick noch verraten kann, wenn ihr eine dünnere Pappe habt, die ihr so falten könnt, dann könnt ihr die so einmal in der Mitte falten. Und dann mit der Schere setzt ihr oben an und macht nur so ein halbes Herz. Seht ihr das? Komm, ein bisschen Krach, wir brauchen eine ordentliche Schere, okay. Und dann schneidet ihr so ein halbes Herz. Das muss natürlich hier so eine richtig schöne Spitze haben. Seht ihr das? Und dann klappt ihr das auf und dann habt ihr ein sehr gleichmäßiges Herz. Jetzt habt ihr die Außenherzform. Dann braucht ihr natürlich noch die Innenseite. Das heißt, ihr geht mit dem Teppichmesser oder auch mit der Schere, indem ihr einfach jetzt hier rausschneidet ein Stück, so dass ihr da rein könnt, so ein Loch habt. Und dann geht ihr mit der Schere so hin und schneidet einfach von innen nochmal ein Herz raus. So, und jetzt müsst ihr nur noch Wolle drum wickeln. Wenn ihr dicke Wolle nehmt, sowas wie das hier von meinem Muster, dann geht es eigentlich ganz, ganz schnell. Und wenn ihr vielleicht sagt, okay, meine Mom, die steht auf grün und das passt auch an ihr Küchenfenster, weil die Küchenmöbel grün sind, nehmt dann einfarbigen, dünneres Garn, dann wird es ein bisschen feiner am Ende. Ihr müsst auch darauf achten, deswegen sage ich, ein kleiner Wollknäuel, ein kleiner Wollrest eignet sich eigentlich, dass der Wollknäuel immer durchs Herz durchgeht.
Ja, also wenn ich jetzt hier so neue Wolle nehme, dann habe ich hinterher das Problem, da würde ich wahrscheinlich vorher einfach ein Stück abrollen, so ungefähr so viel, wie ich brauche. Also ihr nehmt die Wolle, fangt hier unten an der Spitze an und verknotet es erstmal, dass es hält. Oder ihr tackert es fest mit so einem Hefttacker, wenn ihr das zu Hause habt. Oder ihr klebt es mit Kleber oder wie auch immer. Auf jeden Fall könnt ihr dann am Anfang einfach vielleicht eins, zweimal drüber gehen, damit man den Tacker oder den Kleber oder den Knoten nicht sieht und wickelt einfach hier das so rum. Ja, am Ende verknotet ihr es einfach auch nochmal, macht einen kleinen Aufhänger dran, dass man es dann auch ins Fenster hängen kann, dass eure Mom das direkt nehmen kann und aufhängen kann. Und ja, das war's eigentlich. Viel Spaß! Es ist wirklich unglaublich, wie fest uns Gott liebt. Noch mehr als jede Mutter das kann. Aber wir sind ja schon so dankbar, wenn die Mütter uns diese Liebe zeigen, weil wir verstehen das ein bisschen besser, wie Gott uns liebt, wie sehr er uns lieb haben muss. Und ich möchte jetzt einfach noch beten. Faltet eure Hände, macht doch mit. Ja, lieber Vater im Himmel, vielen, vielen Dank für alle Liebe, die wir erfahren durften von unserer Mutter, von unseren Eltern. Vielen Dank für all die Liebe, die wir auch jetzt noch erfahren dürfen von Ihnen, aber vielen Dank, liebst du uns noch viel mehr, auch wenn wir das nicht wirklich begreifen können. Danke, liebst du uns einfach so, wie wir sind, mit unseren Stärken und Schwächen, Ecken und Kanten. Und ich möchte dir einfach auch Danke sagen, hast du uns eine Mutter zur Seite gestellt, und ich möchte dich einfach bitten, dass du sie segnest und dass du uns hilfst, auch gut mit ihnen umzugehen, wenn es manchmal schwierig ist oder wenn wir vielleicht manchmal ein bisschen zickig sind oder anderer Meinung. Danke, dass wir sie haben dürfen. Amen. Ja, liebe Königskids at home, wir sind auch schon wieder am Ende für heute. Und ich habe eine coole Idee für euch. Und zwar kommt doch heute mit euren Mamas ins Gespräch darüber, wie vielleicht die Schwangerschaft war, wie das so war, als ihr im Bauch wart, oder der erste Geburtstag oder der zweite, oder wie ihr so wart als Krabbelkinder. Keine Ahnung, es sind bestimmt lustige Geschichten dabei. Und was meine Mädels immer ab und zu ganz gerne machen, ist, sie holen das Babyalbum raus und dann wird angeguckt und dann wird gefragt, und wer ist das und wer ist das? Es sind vielleicht manchmal Leute, die gar nicht mehr so auftauchen. Total spannend. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag, macht doch eurer Mama eine Freude. Das kann eine Kleinigkeit sein, Mamas freuen sich über jede Kleinigkeit. Dankt Gott für sie jeden Tag, nicht nur heute, auch für den Papa. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.